Heute zeige ich euch, wie ihr so einen Schlüsselanhänger in Tinkercad entwerfen könnt. Dazu fangen wir an mit einem Würfel. Der Schlüsselanhänger bleibt 2 cm hoch und wird aber 6 cm lang. Die Platte sind 3 mm dick. Dann als nächstes runden wir die Ecken ab, dafür brauchen wir einen hohlen Zylinder. Nochmal einen Würfel, der Würfel wird aber nur halb so groß. Jetzt müssen wir den Zylinder hier so reinschieben, dass wir eine runde Ecke erhalten. Sieht so ziemlich gut aus. Jetzt gruppieren wir das beides. Machen das Ding zu einer Bohrung. Die Höhe können wir runtersetzen, das brauchen wir ja nicht. So, links, wo das Loch für einen Schlüsselanhänger hinkommt, bleibt die gleich mal einen Zentimeter groß. Dann brauchen wir auch noch eine zweite hier unten. Wieder drehen. So, das kann man schon mal gruppieren. Hier sollte man aufpassen, dass sowas nicht passiert. Das ist manchmal ein Fehler von Tinkercad. Ich behebe das dann einfach, indem ich das hier auf 0,1 mm setze und einfach ein bisschen verschiebe. Das fällt am Ende nicht auf. So, das ist die Rundung. Die Ecken wollen wir aber auch noch abrunden. Ups, jetzt habe ich vergessen, die zu kopieren. Da nehmen wir uns wieder die Form. Diesmal aber mit 5 mm in beide Richtungen. Richtig hindrehen. Einmal ausrichten. Drehen. Passt. Jetzt können wir alles gruppieren. Dann haben wir schon mal die Grundform. Dann machen wir das Loch rein für den Schlüsselring. Das sind 6 mm Durchmesser. Das funktioniert dann ganz gut. Muss natürlich jetzt mittig platziert werden. Dafür hat Tinkercad hier die coole Funktion. Einmal mittig. Und hier sind 3 mm Abstand vom Rand. Was ich herausgefunden habe, dass ganz gut ist. Deswegen einmal an den Rand. Hier stelle ich wieder auf 1 mm. 1, 2, 3. Da haben wir es. Gruppieren. Loch ist drin. So, das färbe ich jetzt halt einfach mal weiß, damit man es besser sieht. Und jetzt nehmen wir uns einen Text, schreiben da rein, was wir wollen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Test rein. Hier sollten wir Sans oder Sans Mono auswählen, je nachdem, was uns besser gefällt. Das hier sollten wir hochsetzen. Also hiermit kann man den Text deutlich dicker machen, das sieht dann nicht mehr gut aus. Sollten wir auf 1 setzen, damit der Drucker das mit einer 0,4 Düse gut drucken kann, nachdem es so nicht ganz so gut aussieht, nehme ich jetzt ans Mono. Dann können wir das einmal hier nochmal ausrichten wieder. Und jetzt den Text einfach so skalieren. Ups, verklickt. Es geht mit Shift, den Text einmal so hinskalieren, wie es dann ungefähr drauf passt. Ich mache es noch ein bisschen kleiner. Nochmal ausrichten, wenn sich das verschiebt.
So gefällt es mir ganz gut. Und natürlich ist der jetzt zu dick. Den setze ich jetzt runter auf 2 mm. Und heb den wieder an um 2. Dann ist es noch 1 mm drin. Dann wird es beim Druck doppelt gemacht. So haben wir jetzt halt hier schön abstehende Schrift, 1 mm. Das ist auch nicht rau. Bleibt auch nichts hängen. Und das ist der fertige Schlüsselanhänger. Jetzt müsst ihr den nur noch richtig exportieren. Nur dass ihr den auch zweifarbig drucken könnt. Und dann könnt ihr euch den ausdrucken und habt selbst auch so einen coolen Schlüsselanhänger. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.